Morgen, Leute. Bereits gegen 9 Uhr bekamen wir unseren Leihwagen und sind damit jetzt unterwegs. Unterwegs hassen wir bereits eine Kleinigkeit. Und wir haben eine kleine Änderung in unserem Plan vorgenommen. Wir fahren nicht direkt Richtung Norden, also Richtung Chiang Mai, Chiang Rai, sondern fahren erstmal Richtung Udon Ratcha Thani. Möchten uns den Mekong ansehen. Ja, entlang des Mekongs fahren eventuell. Und dann sehen wir mal weiter. Meld mich nachher nochmal, regnet ziemlich stark. Und dann erzählen wir euch noch, was gestern so passiert. Das ist unser Wagen, ein Vios. Und wir sind an der Tankstelle, nicht mal allzu weit von Bangkok entfernt. Möchten mal einen Kaffee trinken. Kommen schlecht voran heute. Und gestern vergaß ich zu erwähnen, wie das Gasthaus hieß. Victors. Ganz nett, einfaches Zimmer. Aber direkt am Strand gelegen. 20, 30 Meter und ihr seid am Strand. Und jede Menge Restaurants und Cafés in der Nähe. Kein Problem, sich damit Essen einzudecken. Ja, ansonsten wohl heute ziemlich viel Zeit im Fahrzeug verbringen. Und mal sehen, wo wir ankommen. Auf jeden Fall nicht in Udon Ratcha Thani heute. Da ist Paul. Ja, wir trinken mal ein Käffchen. Sam. Hoi. Ja. Sam. Ja, setz mal draußen hin. Und wir sind glücklich aus Bangkok rausgekommen. Bevor jetzt wieder jemand sagt, warum habt ihr Bangkok nicht umfahren und links liegen lassen, rechts liegen lassen, wie auch immer. Wir wollten uns Bangkok mal ansehen mit seinen Hochhäusern oder vielmehr mein Abonnent. Wieder mal ein kurzer Stopp, Winkelpause und ich kann euch sagen, Leute, mir tut der Hintern weh. Wir sind jetzt noch circa 40 Kilometer von Saraburi entfernt. Lange nicht mehr gesehen, Reisfelder, soweit das Auge reicht. Ziemlicher Verkehr überall hier. Ayutthaya ist nicht weit. Bangkok auch nicht allzu weit. Jede Menge LKWs unterwegs. So, wir trinken jetzt noch ein Käffchen hier. Gehen wir mal hinten in den Café rein. Vom Call bei Lan Café. Oder ziemlich schwitzig gemacht. Die zwei Tätis sind mit an Bord. Kohlenstoffblumen.
Und noch ein Teddy, anscheinend der Boss, der Größe nach. Immer reichhaltige Auswahl. Gibt auch Gebäck. Und Karl hat wieder Hunger. Ich fand einen Freund, sonst spricht ja keiner mit mir. Ne, Kleiner? Rum mal. Hm? Nee, nicht. Nee. Nochmal ein Zwischenstopp und mein Sponsor möchte mal in einer typischen Thai-Küche essen. Ja, typisch Thai. Ja, typisch Thai. Und die Toiletten außerhalb. Bananenstauden im Garten. Naja, und wir sind flexibel und haben umdisponiert und fahren nach Khao Yai. Machen einen Abstecher dorthin, wollen dort übernachten und morgen zum Nationalpark. Und von da aus keine Ahnung, wo es dann hingeht. Und da wird das Ganze zubereitet. Und kommt dann in die Schüsselchen. Fertigen Süppchen. Na Leute. Mittlerweile 19 Uhr, Leute. Und wir landeten in Khao Yai oder kurz vor Khao Yai. Und in dem kleinen Supermarkt mieteten wir zwei Zimmer an. Hier in dem kleinen Dörfchen sagen sich die Füchse gute Nacht. Ganz nach meinem Geschmack. Mal wieder alles ein wenig abenteuerlich. Wir sind dort. So, und der gute Mann vor mir, wenn sie Zimmer zeigen. Wirklich mitten im Nirgendwo haben die hier so ein kleines Ressort hingestellt. Und das sind die zwei Zimmer nebeneinander gelegen. TV, Bett, irgend so ein Komödchen, Aircon, Kühlschrank. Ja, Dusche, Toilette. Ist okay für eine Nacht. Ja, und hier das zweite Zimmer. Gleiche Einrichtung. Passt. Haben sogar Wi-Fi. Kein Mecker drum. Mir gefällt das Ganze ja weniger. Mir ist das ziemlich egal für eine Nacht. Ist sauber, die Hütte. Ist mal was anderes. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv. Bleibt mir alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.